Geschwister und liebe Freundin Oberkrämer, wir freuen uns, dass wir heute auf diesem Weg mit euch verbunden sein können und euch grüßen können aus Rumänien. Wir sind Robert und Dorot Kramer und seit 24 Jahren arbeiten wir hier in Gemeindegründung und in Bibelschularbeit. Ja, und wie die ganze Welt hat die Corona-Krise auch unser Leben gründlich durcheinander gebracht. Robert, erzähl doch mal. Ja, ich habe euch eine Box mitgebracht. Und diese Box soll eigentlich unser Leben darstellen. Wenn wir den Deckel aufheben und reingucken, da finden wir drin die Familie, die Kinder, Freunde, Beruf, Gemeinde, Hauskreis, Termine, Freizeit, Urlaub, Hobbys, Gesundheit, Essen und so weiter. Das, was euer Leben eigentlich ausmacht und was unser Leben eigentlich ausmacht, das haben wir alles in diese Box hier schön eingeordnet. Wir haben einen gewissen Tagesablauf, wir haben unsere Termine. Das, was uns beschäftigt, das, was uns wichtig ist, alles ist mittendrin hier. Und was passiert jetzt praktisch in einer Krise? Da kommt Corona auf uns zu und Gott nimmt diese Box und schüttelt sie ordentlich durch. Und manche haben ja nicht immer Mut, richtig die aufzumachen, aber wenn man reinguckt hier, ist alles durcheinander. Ja, es ist gar nicht so einfach, wie wir jetzt vorgehen sollen, wenn alles durcheinander ist. Wir haben es ja persönlich auch erlebt in Rumänien. Wir sind ja auch mittendrin in diesem ganzen Geschehen. Wir haben zum Beispiel ein Familientreffen geplant mit unseren Kindern zu Ostern. Und da ist Corona dazwischen gekommen und das ist jetzt nicht möglich gewesen. Wir sind jetzt getrennt auf unbestimmt. Die Grenzen sind zu. Wir können nicht ausreisen von hier. Oder die Freunde, die wir so vermissen, ja, das ist auch nicht mehr möglich, ja, dieses persönliche Treffen, dass man beim Tisch sitzt. Wir haben immer ein volles Haus gehabt und plötzlich können wir mit den Leuten nicht mehr kommunizieren. Ein Freund sagte mir einmal, du, lass uns mal digital Kaffee trinken. Entschuldigung, wir sind von der etwas älteren Generation. Ja, und das mit dem Beruf. Ja, wir sind ja in der Bibelschule, in der Gemeinde tätig und da mussten wir unsere Bibelschule schließen, so wie alle Bibelschulen geschlossen haben. Und wir haben die Studenten nach Hause geschickt und dann erschien das Wort Zoom. Ja, wir wussten ja nicht einmal, was das ist. Plötzlich haben wir erfahren, dass man darüber kommunizieren kann. Und dann haben wir uns das Ding installiert auf den Computer und dann haben wir versucht, die Bibelschüler auch mit digital reinzunehmen. Und es hat ganz schön eine Weile gebraucht, bis man sich damit angefreundet hat. Ja, und das fehlt uns trotzdem irgendwie, so diese persönliche Gemeinschaft. Es ist schon schön, wenn man sich sehen kann, wenn man erzählen kann, wenn man auch Sachen weitergeben kann. Aber wir sehnen uns nach den Zeiten, wo wir ganz persönlich im Zweiergespräch oder in der Gruppe zusammen sein können. Und die Studenten vermissen es auch sehr. Ja, wir mussten also den Bibelschulunterricht auch komplett neu gestalten. Und es fehlen uns aber auch Elemente wie gemeinsam hinausgehen zu den Menschen und ihnen von Jesus erzählen. Das, was uns beschäftigt, was uns so wichtig ist. Und das ist uns in dieser Art und Weise nicht mehr möglich. Aber es ist ganz interessant, in der Gemeinde haben wir auch Neues erlebt. Und ich sag mal so, Gott hat in dieser Box eigentlich auch einiges neu gestaltet. Wir haben zum Beispiel Direktübertragung aus unserer Gemeinde, direkt über YouTube, unsere Gottesdienste live übertragen. Und das Schöne daran ist, wir haben eine sehr hohe Einschaltquote, was wir bis jetzt so noch nie hatten. Und das sind Freunde aus der Nähe, aus der Ferne, die einfach mit dabei sind. Und die haben gesagt, wenn die Krise vorbei ist, bitte macht es weiter. Wir vermissen die Gottesdienste in Sibiu, in der neuen Gemeinde. Und wenn sie auch im Ausland sind oder wo ganz anders, sie wollen einfach mit dabei sein. Und mittendrin sein mit uns. Das hat ja auch was Schönes und was Positives an sich. Da kann man ja noch dazu sagen, dass wir schon lange anschieben wollten, dass die Gottesdienste übertragen werden, ja. Und das irgendwie nie so richtig in die Gänge kam. Und jetzt
dank Corona, innerhalb einer Woche war die Technik da und es ging los. Ja, und Gott zwingt uns jetzt praktisch in ganz neue Richtungen zu denken. Ja, das ist toll. Genau. Ja, Termine, freie Zeit. Also ich persönlich mag so eine To-Do-Liste zum Abhaken, schön nach den Prioritäten sortiert. Aber da geht nichts mehr. Jeden Tag muss man praktisch neu erfinden. Und ist vor Überraschung nicht sicher. Bei uns sind die Gesetze manchmal täglich geändert worden. Aber natürlich ist auch da ein Vorteil dabei. Wir haben viel Zeit frei gekriegt, in der wir einfach das tun konnten, was uns gut tut. Und es ist gerade Frühling. Wir sind viel im Garten gewesen, haben in der Erde gewühlt, haben die Sonne genossen und haben unseren Garten wirklich als Geschenk erlebt und dabei entdeckt, Gott benutzt unsere Hobbys für seine Ziele. Wie wir waren auch die Nachbarn viel mehr zu Hause und wir haben uns viel häufiger am Zaun getroffen. Wir sind ja nicht mehr so viel weggefahren auf Arbeit und sie auch nicht. Und bei diesen Kontakten haben wir immer mal einen frischen Salat oder ein bunt Radieschen über den Zaun gereicht und sind ins Gespräch gekommen. Die Menschen sind verunsichert, haben Fragen und so konnte das eine oder andere Gespräch auch bei Gott dann enden. Und wir segnen sie und sie segnen uns. Wir haben in unserem neuen Grundstück keine Hühner mehr und vermissen die frischen Eier, aber unsere Nachbarn bringen uns immer wieder frische Eier. Und das ist toll, so zu erleben, wie Leben geteilt wird und wie einfach da Gott mit hineinfließt und rüberfließt zu den Menschen. Und in all dem scheinbaren Durcheinander merken wir, dass Gott am Werk ist und dass er zu seinen Zielen kommt, auch wenn wir das noch nicht so ganz verstehen. Ja, von der Krise betroffen sind natürlich wie immer die Schwächsten. Bei uns wurden die Krankenhäuser ganz am Anfang schon leergeräumt, Ärzte in Kurzarbeit geschickt und alles vorbereitet für Corona. Aber schlimm für den, der jetzt in der Situation wirklich einen Arzt braucht. Eine junge Schwester aus unserer Gemeinde hat in dieser Zeit entbunden und hatte mit ihrem neugeborenen Baby wirklich ernsthafte Schwierigkeiten. Und kein Arzt wollte sie empfangen. Sie wurde nur über WhatsApp beraten und war echt verzweifelt. Inzwischen hat sie eine Ärztin gefunden, Gott sei Dank. Eine andere junge Schwester, die Gott von vielen Abhängigkeiten und Süchten befreit hat und die aber trotzdem immer noch ganz rückfallgefährdet ist und die wir engmaschig betreut haben die ganze Zeit, ist immer besonders gefährdet gewesen, wenn sie zu ihren Eltern gefahren ist. Genau in der Zeit, als Corona uns getroffen hat, war sie wieder mal arbeitssuchend und wir mussten ihr sagen, Mädel, wir können nichts für dich tun, du wirst jetzt nicht Arbeit finden, geh nach Hause. Und einen Tag vor dem Shutdown haben die Eltern sie dann wirklich abgeholt. Wir haben gebibbert um sie, wir haben gebetet für sie, dass sie stabil bleiben kann, dass die Eltern sie nicht wieder in die Nikotinsucht und in die Alkoholsucht und in andere schlimme Sachen hineinschieben. Und Gott hat sie bewahrt. Sie ist jetzt wieder da und wir staunen, dass sie ein Zeugnis sein durfte für ihre Eltern und die Eltern angefangen haben zu fragen, warum sie denn nicht mehr trinken will, warum sie denn nicht mehr rauchen will und angefangen haben zu fragen nach ihrem Gott. Und da merken wir, da wo wir nicht hin können, physisch, da können aber unsere Gebete hin und das Gebet hat für uns einen ganz neuen Stellenwert bekommen in dieser Zeit. Und wir danken unserem himmlischen Vater, dass wir seinen Thron bestürmen dürfen mit all den Sachen, die für uns nicht lösbar sind. Ja, ich weiß nicht, wie ihr mit eurer Box zurechtkommt. Ich finde es schön, in dem ganzen Durcheinander, was da geschieht, zu wissen, die Lebensbox ist in Gottes Hand und er bleibt derselbe. Das ist so schön. Das gibt Hoffnung und das wünsche eben wir euch und Ihnen, dass Sie das erleben, dass Gott über diese Box wacht. Und dort, wo Türen zugehen und wo Grenzen zugehen und wo Mauern entstehen, erleben wir persönlich, wie Türen hier aufgehen zu anderen Menschen um uns herum. Mit anderen Worten, es sind Sachen, die ähnlich geblieben sind. Wir wissen nicht genau, was sich verändert. Corona ist ja noch nicht vorbei, aber wir sind
entdecken auch neue Sachen, die gut sind, die wir nie hätten machen können ohne Corona. Die wir nie hätten machen können, wenn Gott unsere Box nicht genommen hätte und geschüttelt hätte. Und ich möchte dir und ich möchte euch ein Bibelwort mitgeben aus dem ersten Buch Mose. Es geht um Josef. Und Josef sagt es als ein Zeugnis seinen Brüdern. Er sagt, ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Ihr habt mich in eine Krise gestürzt, sagt Josef. Und meine Box wurde so gründlich durcheinander gebracht. Mir ist nur noch Gott geblieben. Ich hatte alles andere verloren. Und nun sagt er in Vers 20, Gott hat es zum Guten gewendet, um zu erreichen, was heute geschieht, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Danke, dass wir auf diesem Weg euch einiges mitteilen dürfen. Und vergesst nicht, Sie und wir dürfen aus dieser Krise gestärkt herausgehen. Wenn Gott den Deckel darüber tut und zum Schluss zurückschauen, sagen wir, das war gut. Gott hat keine Fehler gemacht. Anschließend in diesem Video habt ihr noch eine Folie mit Gebetsanignosumenen. Danke, dass ihr für uns mitbetet und dass wir euch mitteilen dürfen, das, was uns hier gerade in diesen Corona-Zeiten beschäftigt. Dankeschön und Gott mit euch. Auf Wiedersehen.